Hallo und schön, dass du wieder da bist. Du möchtest richtig gute Videoaufnahmen machen, einen richtig leibenden Kinderlook in deine Videos bringen? Dann kommst du um einen Gimbal nicht herum. Heute mache ich ein Unboxing vom neuen Vibil S der Marke Shion. Das kleine Biest wird dich noch überraschen, also bleib dran. Hallo, mein Name ist Alex und ich bin Fotografin und Videografin und mit meinen Videos gebe ich dir einen Einblick in mein Leben und helfe dir, deine Fotografie und Videoskills zu verbessern. Solltest du es noch nicht gemacht haben, dann abonniere doch gleich meinen Kanal, um keine neuen Videos mehr zu verpassen. Übrigens, wenn du dich fragst, was denn ein Gimbal genau ist, hier oben blende ich dir einen Link ein, denn ich habe dazu schon ein Video gemacht. Ich nutze ja schon seit langem Gimbals und schwäbische Tief, also derzeit habe ich im Einsatz den Gimbal Ronin S der Marke DJI und auch das Schwebestativ von der Firma Glidecam und dieses Glidecam HD 2000. Ich habe das auch jeweils in einem Video vorgestellt, falls du dir nur einen Eindruck machen möchtest. Ja, zusätzlich habe ich auch für mein Smartphone ein kleines Gimbal auch von der Firma DJI und das nutze ich einfach, um meine Videos wackelfreier zu machen. Ja, letztens war ich ja auf der Photo & Adventure in Wien und habe mich persönlich davon überzeugen können, dass mein Kamerasetup, und zwar die Canon EOS R plus den EF zu RF Adapter plus meinen neuen EF 16 bis 35 mm Superweitwinkel oder Weitwinkel USM 3, das ganz neue, dass das Setup auch auf den Vibil S passt. Ich hatte ja in der Vergangenheit schon einmal einen Vibil, den Vibil Lab. Das ging sich gewichtsmäßig einfach nicht aus. Die Kamera ist relativ frontlastig mit einem Objektiv. Das Objektiv ist einfach sehr lang und hat ein entsprechendes Gewicht und die Kamera, die EOS R selber, hat kaum ein Gewicht. Ich habe es auch probiert mit Gegengewicht, dann andere Platte, hat einfach nicht ganz funktioniert. Das ging sich einfach vom Ausbalancieren her nicht aus. Der Gimbal war auch motorisiert einfach zu schwach und ich hatte dann hinten einfach keinen Platz und musste alles mit meiner 80D und meinem Weitwinkel dementsprechend dann machen. Nachdem der neue Gimbal von Shion mein Kamerasetup halten konnte und es auch funktioniert hat, habe ich mir ihn gleich gekauft, selbstverständlich zu einem Messerpreis. Und heute mache ich mir einfach mit dir gemeinsam ein Unboxing von meinem Vibil S. Und schau mal an, was brauche ich, wie lässt sich es einrichten. Ich muss dann später auf die andere Kamera switchen, weil ich gerade mit der EOS R filme. So, legen wir los. Also, ich habe jetzt doch die Kamera schon geswitcht. Dieses schöne Setup soll nämlich auf die Kamera, also auf den Gimbal passen. Das, meine lieben Damen und Herren, ist die Canon EOS R mit dem 16 zu 35 Weitwinkelobjektiv und einen Adapter habe ich auch drauf, aber was ich nicht brauche, ist in dem Fall ein ND-Filter oder sowas. Ich würde sagen, wir machen jetzt einfach mal den Karton auf. Das ist der improvisierte Tisch, den ich habe. Einen echten gescheiten Tisch kriege ich noch, aber ich würde sagen, wir machen es einmal auf. Da mein kleines Stickerchen, einmal hier. Wow. Das ist wieder super verpackt. Das wird eine Materialschlacht werden. Gut, das erste hätten wir. Jetzt kommt der auf. Schau. Den Karton brauchen wir ja wohl nicht mehr. Weg damit. Da oben sind Zettel drinnen. Schauen wir mal, was wir zuerst einmal hier haben. Vibil S und eine Servicekarte. Ein Quick Start Guide. Leihwand. Das war's auch hier. Dann haben wir ein Vibil S Accessoire-Geschichte. Was es da alles nicht gibt. Ich zeige das kurz mal her.
Da gibt es eine Menge. Packen wir die mal weiter aus. Also man sieht hier schon ein bisschen was. Also die alte Verpackung von meinem Bibi Lab war wesentlich besser, finde ich. Jetzt ist es eher so wie eine kleine Minischachtel. Aber netterweise steht hier Hyun drauf, was ich eigentlich ganz cool finde. Aber ich glaube, die wollten da ein bisschen an Gewicht einsparen. Gut, machen wir den einmal auf. Wow, ich schätze mal, das hier brauchen wir vielleicht nur mehr für den Transport. Ich schätze mal, das hier sind Kabel, weil da steht nämlich USB drauf. Wir haben eine Quick-Mount-Platte, so ein Quick-Release-System mit einem Lens, mit einer Lenshalterung vorne. Wir haben etwas, wo man das System etwas weiter raufgeben kann. Also irgendwie, ich weiß jetzt nicht, wie das heißt. Ah ja, übrigens so ein Sackerl für das Trockending haben wir auch. Den Akku, einen Griff, der auch gleichzeitig ein Tripod ist. Boah, geht das streng. Wahnsinn! Was zum Laden für den Akku oder die Batterien, wenn ich es extern laden will. Ja, und dann haben wir den D-Bill selber. Ah, noch so ein Sackerl. Leihwand. Dann nehmen wir mal, das hier ist im Prinzip der Weebill, der ist relativ klein. Oh, der ist sehr hochwertig verarbeitet. Er hat hier ein Pullrad, wenn ich einen Fokusmotor drauf habe. Alle Achsen sind gesperrt, das sieht man an diesen Dingern hier, weil sonst kann ich das nicht bewegen. Das ist leiwand im Gegensatz zum Ronin S, wo das nicht geht. Der Ronin SC übrigens kann seins auch sperren. Ich kann hier ein kleines USB-C-Kabel anschließen. Ich schätze mal, es ist zum Laden. Die Batterien können übrigens hier unten drauf. Ich werde das jetzt mal gleich mal machen. Vorsichtig beim Hantieren vom Akkus. Akku Nummer 1, Akku Nummer 2. Einmal so und dann auch einmal so. Rein, rein, Deckel drauf. Ich habe keine Ahnung, ob er aufgeladen ist. Wir werden das dann gleich sehen. Schauen wir das mal da auf. Ah ja, übrigens, was an dem genauso cool ist wie beim Bibi Lab ist, du kannst das hier unten anschrauben, du kannst es aber auch zusätzlich hier oben anschrauben für den Anderslang-Mode. Dann kannst du es so halten und unten fährt der Gimbal rum. Aber für unsere Zwecke, fürs Einrichten, tun wir das jetzt einfach mal unten dran. Dann schauen wir, was noch drin ist. Die Ladestation brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Wir packen auch das hier aus und die Kabel. Dann haben wir das Ganze auspackt. Man sieht mich vielleicht nicht. Das liegt einfach daran, dass ich immer noch meinen Hauptfokus auf diesem Gerät hier habe. Also, wie funktioniert das Teil? Wir haben auf jeder Seite solche Unlock-Dinger. Siehst du? Dann lässt sich das bewegen. Wir haben hier eine Platte zum Schieben, hier haben wir auch irgendwas. Wir werden auf jeden Fall dieses Teil hier mal öffnen. Also ich will die Kamera nicht direkt da drauf montieren, würde sich ausgehen. Das heißt aber, um das schwere Setup zu halten, boom, muss die Kamera relativ weit hinten sitzen. Und ich will sie, wie gesagt, nicht da drauf, ich will sie auf dieser Platte oben haben. Nachdem die Kamera sehr schwer ist und ich sie so... Also entweder ich montiere das Teil hier direkt auf die Kamera drauf, dann bleibt das aber drauf, was mich etwas stört. Deswegen werde ich hier schauen, dass ich was reinkriege, was etwas mehr Gewicht hat. Ich habe mir hier damals auch sowas besorgt. Das ist deswegen leiwand, weil ich kann Gegengewichte dran machen. Ah, das Teil kommt gleich direkt da rein, na, das ist aber nicht schlecht. Was ich jetzt machen muss, um das ganze Setup auszuprobieren, ist selbstverständlich die Kamera drauf tun. Und jetzt ist es wichtig, dass wir schauen, dass die Kamera so nah wie möglich da drüben ist, fürs Erste. So, dass es sich noch bewegen kann. Das Ding fällt vorne runter. Gut, wir haben nach hinten noch ein bisschen Spielraum. Das heißt, rein theoretisch könnte ich die Platte nach hinten bewegen. Ich will das Ganze umgehen und nehme gleich mal hier einmal 200 Gramm, weitere 100 Gramm. Was man nicht alles tut, um das auszubalancieren. Aber Leute, es zahlt sich auf jeden Fall aus. Wenn das Ding einmal ausbalanciert ist, dann brauchst du das mit dem Setup sicher nicht noch einmal machen.
Ich schwöre, ein Gimbal auszubalancieren ist echt kein Klacks. Ich glaube, der ist soweit ausstabilisiert hier. Ich würde sagen, wir schauen mal, wir schalten ihn mal ein und checken mal, ob der überhaupt Saft hat. Der Motor macht ein paar Geräusche. Also, das Ding ist ein bisschen schwer. Jetzt haben wir den Zahnbord. Er läuft im Prinzip schon, ich habe ihn schon aufgedreht. Und jetzt möchte ich kurz die verschiedenen Modi vorstellen. Hier haben wir ein Display und hier haben wir ein paar Buttons. Ich kann hier Funktionen auswählen, wie zum Beispiel, wenn ich drauf drücke, kann ich und drauf bleibe, habe ich zum Beispiel die Go-Funktion. Momentan ist, wenn ich nach links und rechts schwenke, eher träge. Mit der Go-Funktion ist das wesentlich flexibler, weil das ist wie eine Art Sportmodus. Dann haben wir den standardmäßigen PF-Modus. Der PF-Modus ist ein Pan-Follow-Mode, also die Kamera lässt sich nach links und rechts bewegen, aber nicht drauf und runter, wie man hier sieht. Das heißt, wenn ich das kippe, bleibt das, aber wenn ich hier rechts und links fahre, schaut es gut aus. Zweimal drücken vorne, zentriert übrigens den Gimbal. Dann haben wir noch hier auf der Seite, kann ich switchen zwischen PF und Lock-Mode. Ja, wenn ich hier auf Lock-Mode gehe, dann kann ich die Kamera überhaupt, also egal ob ich rechts, links fahre oder rauf, runter, die bleibt gleich. Dann habe ich auch die Möglichkeit hinten zu drücken, dann ändere ich vom PF in den F-Follow-Mode. Der Follow-Mode lässt die Kamera links, rechts, rauf und runter schwenken, aber nachschwenken, also cinematisch, was sehr cool ist. Was ich nicht machen kann damit, ist sie neigen. Dazu müsste ich auf POV drücken, das heißt, und dann kann ich hier auch schöne Kippbewegungen machen, dann folgt die Kamera überhaupt überall hin. Aber mit diesen Kippbewegungen, die sind halt smooth und schauen halt wirklich geil aus. Doppelklick übrigens auf POV kommt in den Vortex-Mode, das heißt, die Kamera richtet sich dementsprechend aus und hier mit dem Steuerkreuz kann ich es einfach drehen lassen. Ja, was den Gimbal so besonders macht, ist, ich kann hier unten aufschrauben oder mit einer Quick Release Plate das ändern. Ich kann sie hier oben reintun und dann kann ich in den Anderslang-Mode gehen. Was bedeutet das? So, ich kann die Kamera einfach mal kurzhand Kopf übernehmen. Und warum ist das so geil? Weil ich hier ganz nah am Boden zum Beispiel entlang gleiten kann. Und das ist richtig geil. Ich habe das schon oft benutzt. Oder du hast unten noch einen zweiten Griff und dann kannst du es beidhändig führen, was natürlich wahnsinnig cool ist. Und ich liebe diese Funktion. Du drückst hinten drauf, boom, und dann führst du es zum Beispiel beidhändig, was natürlich wesentlich angenehmer ist. Wenn man links drückt auf ein Steuerkreuz, wenn man unten auf ein Steuerkreuz drückt, kann ich den Motor, die Kamera und Advanced einstellen. Wichtig ist, ich würde die Kamera prinzipiell immer den Motor immer auf Auto lassen, auf Autoeinstellungen. Einfach aus dem Grund, der soll sich selbst, wenn man es zu stark einstellt, fängt es an zum Ruckeln, wenn man es zu schwach einstellt, funktioniert es vielleicht nicht. Und das Coole jetzt an dem ist, ich habe hier meine Quick Release Plate. Und anstelle, dass ich das ganze Ding jetzt nehme, stelle ich das jetzt nur hin, schalte das Ding aus, indem ich lange auf diesen Ausknopf bleibe, dann kippe ich das und ziehe mir einfach meine Kamera raus und bin drin und kann schon aufs nächste Stativ gehen. Fertig. Das heißt, wenn ich es transportieren will, gehe ich her, lass einrasten, bam, eingerastet, bam, eingerastet, bam, eingerastet. Ja, schaut komisch aus mit den Breiten hier oben, aber wenn ich das rausnehmen will, was immer so ein Kampf ist, könnte ich das aufmachen. Ich kann es aber auch, wenn ich will, nicht so transportieren, sondern ich könnte es auch zum Beispiel, ich gehe es dann meistens so transportieren, weil es ist etwas flacher. Und wenn ich es noch ein bisschen kompakter haben will, nehme ich das da unten runter, schraube das da oben drauf. Dann ist es erstens, die habe ich alles benannt und zweitens kann ich das dann einfach fix so in den Koffer legen. Schau dir das an, wie groß das ist. Ist nicht groß. Leg so fix in den Koffer. Fertig, aus die Maus. Jetzt werden wir nachher schauen, wie das zum Aufladen geht. Laut Website von Shion ist es so, dass das Vibil S einen bis zu dreimal stärkeren Motor verwendet als der Vibil Lab. Das heißt, der kommt mit so einem Gewicht ganz klar. Und auch, er hat anscheinend eine 50% erhöhte Reaktionszeit, was die Movements und so weiter angeht. Der Vibil Lab ist mit Abstand einer der coolsten Gimbals, coolsten kleinen Gimbals, den es am Markt gibt.
Im Gegensatz zu meinem Ronin S natürlich eher schon ein bisschen ein Leichtgewicht, aber für das, was er kann, echt nicht schlecht. Er scheint hochwertig zu verarbeitet zu sein. Er hat viele Möglichkeiten. Ich kann ganz schnell in den anderslangen Mode gehen. Das kann ich beim Ronin S auch nicht. Ich kann es fixieren. Wie gesagt, er kostet nicht viel, kann dennoch alles und sogar ein bisschen mehr. Benutzt du auch schon einen Gimbal oder machst du immer noch verwackelte Videos? Beantwortet die Frage doch einfach unten in den Kommentaren. Wenn dir das Video gefallen hat, lass mir ein Like da, schreib mir einen Kommentar, vergiss nicht meinen Kanal zu abonnieren, um keins meiner Videos mehr zu verpassen. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und ciao!